Hallo und herzlich willkommen bei Better Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach einem Ticket und heute habe ich das Spiel Someone's War Sky Arena. Also viel Spaß! Und da sind wir schon bei Someone's War Sky Arena. Werbung, schöner Name. Okay. Annehmen. Erstmal alles hier. No. Okay. 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 Auch alles annehmen. Schließen. Gut, dann geht's jetzt los. Vollbild noch einmal. Besser. Wo waren die Dailies gewesen? Hier war das. Herausforderung. Oh, schon eine Quest fertig. Okay, ist einloggen. Gut, dann haben wir jetzt tägliche Runenpflege. Gehen wir da hin. Achso, man kann sich gar nicht hinspringen lassen. Schade. Tägliche Runenpflege. Das ist also, werte dreimal Runen auf. Die Runen, die waren bei dem Monster drinne. Da ist eine Rune. Keine drin. Oh. Da ist eine Rune drin. Aber ich glaube, denen sollte ich die lieber nicht geben. Weil da kann ich kämpfen. Und die hat schon alles voll. Ja. Die kommt hier an der Seite, ne? Da ist noch verschlossen. Okay. Voll. Da. Runen. Könnte ich einmal geben und es ist vielleicht auch nicht so gut. Nee. Ah, hier. Da habe ich schon mal zwei. Das passt ja. Gravieren. Jawohl. Und jetzt aufwerten. Dreimal. Eins. Zwei. Drei. Okay. Dreimal aufgewertet. Daily fertig. Perfekt. Hier ist sogar auch noch eine fertig. Das ist X. Tägliche und die nächste Quest. Die Pflicht eines Beschwörers. Beschwöre dreimal Monster. Okay, Beschwörungsteil war das hier. Ja, genau. Drei Monster beschwören. Kann ich nicht. Hier kann ich 12 beschwören. Kann ich nicht. Hier kann ich 45 beschwören. 79. Okay. Ich glaube, ich beschwöre einfach mal. Wie viele Plätze habe ich? Ah, nur 4 Plätze. Dann beschwören wir einmal. Zweimal. Dreimal. Kommt noch ein, dann bin ich voll.
Viermal, fertig. Gut. Herausforderung. Freundschaften aufbauen. Schick fünfmal einen Freundschaftssozialpunkt. Okay. Freunde waren Community. Freunde. Und alle versenden. Zack. Kopf an Kopf. Das ist also Arena dann. Fünfmal in Arena kämpfen. Arena. Wird das hier die Arena? Ne, das waren Wünsche. Kaufen. Verteidigung. Was war die Arena? Aufwerten. Okay, erstmal hier ein paar Monster aufwerten. Gehört zwar jetzt nicht dazu. Aber ich habe so viele Monster. Na, zweimal den gleichen. Skill. Aufwerten. Jawohl. Okay. Die können sowieso nicht kämpfen. Die müssen auch weg. Der muss auch weg. Dann würde ich mal sagen, ich probiere die hier erstmal in den Level 10er Bereich zu machen. Ich glaube, den hebe ich mir lieber auf. Der 3 Sterne, dann setze ich den da rein. Okay. Können wir den hier nehmen? Das ist auch noch keine Level 10. Und dann will ich einen kleineren. Level 7. Ja, okay. Ich dachte, wird ein bisschen höher, ist ein bisschen stärker, aber anscheinend nicht. Dann wegpacken. Nehmen wir doch den. Scheint ein bisschen betrunken zu sein, oder? Der hat 5 Sterne, die haben nur, der hat 4 und die anderen alle 3. Ja. Soll ich das riskieren? Obwohl, klar, mal was. Warum nicht, ne? Gut. Jetzt haben wir ein bisschen Platz. Arena, jetzt geht's weiter. Arena. Ich glaube, das ist hier der Dingens. Ja, Arena. Ich will ein Duell, einen Kampf. 5, 6. Das ist das Schwächste. Nehmen wir den. Okay, war schon alles richtig gewesen.
Der Stärkste von mir ist kein Anführer. Die Anführer haben ja immer, wie ihr gerade gesehen habt, so ein kleines Zeichen, so eine extra Fähigkeit. Damit deine Leute ein bisschen besser sind. Dreifache Geschwindigkeit. Und ich brauche 5 Kämpfe. Nummer 1. Ich habe eine Stärke von 1007. Muss ich gegen die kämpfen? Das ist die Frauenpower. Den Turm habe ich auch. Okay. Aber zählt das jetzt auch als Arena-Kampf oder nicht? Das ist ein Rivalenkampf jetzt, ne? Bam. Okay, die Rivalen sind ausgeschaltet. Geht's weiter hiermit. Okay. 113. Oh, der wird schon ein bisschen schwieriger. Ich glaube, das werde ich auch nicht gewinnen. Also weibliche Charaktere scheinen am stärksten zu sein. Den habe ich verloren. Dann kommt jetzt der hier dran. Ach, es geht noch weiter. Ich bin bei 1002. Kampf. Okay, die sind schon mal ein weniger. Zwei weniger. Zwei gegen drei. Aber meine Starke ist wieder da. Jawohl. Einer gegen vier. Einer gegen drei. Jawohl. Das war
war spannend. Jetzt bin ich bei 1011. Könnte ich also gegen den noch kämpfen? Boah, das verliere ich richtig. Aber so richtig. Ja, ich sag ja, so richtig. Jetzt bin ich bei 1001. Gegen den habe ich gerade gespielt, der ist 1010. Dann bin ich noch besser wie der hier. Kämpfe ich gegen den nochmal, den verliere ich auch. Richtig. Aber auch so richtig. Okay, und damit bin ich jetzt unter 1000 gerutscht, auf 991, und ich bin hier, darunter wären noch größere, aber brauche ich gegen die gar nicht mehr zu kämpfen, wären wahrscheinlich vielleicht einer auch dabei gewesen, den ich trotzdem noch besiegen könnte, aber es reicht, ich brauchte nur 5 Kämpfe, ich habe 6 gemacht, 10 erkunden, 10 mal. Schließe Szenario 10 mal ab. Das ist dann hier. Autokampf. Szenarios. Den haben wir fertig. Den haben wir fertig. Den haben wir fertig. Und den haben wir nur halb fertig. Ja, ich wollte meine Leute mal leveln. Dann nehme ich den hier. Oh, das ist neu, das habe ich noch gar nicht freigespielt. Wie viel macht er? 1, 2, 3 von 10. Ah, okay. Ja. Cool. Also Autokampf. Ist jetzt automatisch kämpfen. Teleport ist Dungeon. Normaler Kampf. Ah, normaler Kampf ist das. Kampf. Nummer 1. Ich weiß nicht, ob Autokampf auch dazu zählt, das zum Szenarios. Eigentlich schon, dann wäre das jetzt Nummer 3. Easy.
4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7. Einschlag, Alter. Hey, mir fehlen noch 3 Kämpfe. Jetzt muss ich erstmal was bauen. Da links die Arena ist neu. Oder ich habe sie nie gesehen. Nummer 8. Nummer 9. Und der letzte Kampf, Nummer 10.
wenn das Autokampfsystem nicht mitgezählt hat. Ein Daumen bei mir. Schön. Das war's denn. Bam, 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 bam. Ich bin schon fertig mit den Daily Quests. Das ging richtig schnell. Die Dailies sind nochmal fertig, aber ich schaue trotzdem nochmal nach, was ich hier machen muss bei den anderen. Eroberer des Feuers. Schließe die Halle des Feuers hier mal ab. Halle des Feuers. Ist das auch bei Kampf? Dungeon? Halle des Feuers, 10-mal. Okay, dann nehme ich den. Das ist ja nur Level 8. Dann nehme ich wieder meine schlechten Leute hier. Schlechten, schwachen, meinte ich. Sogar mit 5. Das ist cool. Der macht so einen großen Aufstand und dann ist er bei einem Schlag kaputt. Ha. Schau mal nach. Der ist nicht mehr dabei. Dann nehmen wir den. Achso, das ist Kampf Nummer 2. Können wir schon. Auch ein Schlag down ist er. Wiederholen gemacht. Kampf Nummer 3. Der ist da, die drei sind nicht da. Komm nicht rein. Kampf Nummer 4.
Kampf Nummer 5. Und da ist er wieder drauf. Kampf Nummer 6. Oh, erstmal sogar den Kristall mit besiegen. Okay. Kampf Nummer 7. Es wird langsam knapp, ja. Vielleicht nächste Runde schafft er auch noch, aber dann sieht es, glaube ich, schlecht aus. Kampf Nummer 8. Jawohl, hat er auch noch geschafft. Es sind schon Level 40 die Gegner. So. Der Levelbereich von denen. Level 50. Uiuiui. Jetzt wird es spannend. Schafft er das auch noch oder nicht? Kampf Nummer 9. Oh, er findet jetzt schon mehr Leben.
Aber er heilt sich immer wieder hoch, wenn er schlägt. Also die Kristalle werden den nicht besiegen können. Aber beim Boss bin ich gespannt. Doch, das schafft er auch noch. Nein. Also die Bombe lässt ihn explodieren. Also ich komme nur bis Level 40. Dann bin ich. Ich weiß nicht, ob der jetzt mitgezählt hat. Weil ich soll ja nur die Kämpfe machen. Steht ja nichts mit gewinnen. Was stand da abschließen? Egal, ich probiere den jetzt nochmal durch. Was heißt probieren? Ich besiege hier nochmal den Boss und dann schaue ich mal nach. Weil das wäre jetzt der 10. Kampf. Jawohl. Dann schauen wir mal. Gehen zurück. Jo, Quest fertig. Nein! Ich muss doch wirklich abschließen. Also, gehen wir noch einmal rein. In der Dungeon. Wo ist der Feuer? Herr, da ist der Kampf. Okay. Komm schon. Wir haben doch keine Zeit. Danach mache ich noch die eine Quest. Gerade richtig aufgestunt worden. Zehn. Wow. Zwei Charaktere auf Level 10. Gut, das war jetzt 10. Einsatz. Jetzt besiegen der Lichtkönig. Schließe Nekropolis 10-mal ab. Nekropolis, auch eine Dungeon, 10-mal abschließen. Ich habe so eine Idee. Geht das auch mit dem Autokampf? Nekropolis. 10-mal abschließen. Eins, zwei, drei, vier. Uiuiuiui. 5 mal 10. Nee. Ich mach das normal über Kampf. Dungeon.
Nekropolis. Ich kämpfe gegen den hier. Zack. Eins, zwei, drei, vier. Kampf. Nummer 1. Ist das schon der Boss? Ich habe ja gar keine Zähne. Oh, der Drache hat auch schon viel Leben verloren. Der Drache es einnehmen, damit er die anderen heilen kann. Das macht keinen Schaden. Schweinerei? Also nicht besiegt. Den Drachen also nicht nehmen. Nee, den Drachen will ich nicht. Nimm mal den. Schon wieder ein Level 10er. Kampf. Kampf Nummer 1 wieder. Weil ich ja nicht gewonnen habe. Auch kein Schaden. Doch, jetzt ist. Da krieg ich nur Magieschaden. Schaffe ich nicht. Muss ich dem vorigen nehmen. Okay. Der Magieschrank kriegt er. Aber kein Schlag. Doch, Schlag jetzt auch. Okay. Ja. Gewonnen. Also aus dem Kampf Nummer 1.
Jo, bald bin ich fertig mit alle auf Level 10. Also mit den einen Stern zumindest. Danach kommen wir mit zwei Sterne dran. Kampf Nummer 2. Ja, jetzt ist das Schild von ihnen weg. Okay. Ach nee. Ich nehme lieber den ersten. Den ersten Boss. Da, den. Aber mit denen habe ich schon mal besiegt, deswegen. Es wird mit denen gehen. Das habe ich gar nicht nach meinen anderen geschaut. Zum Wechseln. Aber ich glaube, da war keiner Level 10. Ach je. Yeah. Also wieder Kampf Nummer 2. Haben wir uns schon den Auftritt ganz angeschaut von den Lichtkönig? Nee, haben wir noch nicht ganz angeschaut. Nein. Bitte hol nicht ihn rüber. Das ist ganz doof, wenn er den holt. Ach Gott. Den ersten. UG. Untergeschoss 1. Da ist wieder ein Level 10er. Yippie. Und bald sind alle Level 10. Wofür mache ich das? Das ist jetzt so Kampf Nummer 3 übrigens. Okay, das ging schnell diesmal. Zehn, hui, wieder zwei Level 10er. Warum steht dann 6? Ich darf noch 6 mal mit denen kämpfen, oder? Was bedeutet das? Da. Gut, dann nehmen wir jetzt schon mal einen Stern Nummer 2 im Phönix. Das war, glaube ich, jetzt Kampf Nummer 4. Sehen wir schon.
Okay. Da ist wieder ein Level 10er dabei. Nee, den einen lassen wir. Das kommt jetzt der Jedi dazu. Kampf Nummer 5. Ah, immer wenn er einmal down ist, füttert er sich wieder auf. Zehn, zehn. Oh, meine ganzen Kleinen sind auf Level 10. Das freut mich jetzt. Jetzt kann ich das auch anders machen. Gehen wir zurück. Gehen auf Autokampf. Das auf den hier. Erstes UG. Nehmen wir den. Ach, hier sind die beiden. Einsterner sind alle auf Level 10. Minimum. Genau das, was ich haben wollte. Jetzt kommen die mit den zwei Sternen dran. Ach, da fehlen ja nur drei Leute. Und dann die mit den drei Sternen. Autokampf, 10-mal durchlaufen lassen. Geht ein bisschen schneller. Ich hoffe mal, das zählt auch mit. Okay, zählt damit. Beim Szenario hat auch mitgezählt. Dann wird er das hier auch mitzählen. Man kann es mit den Minen kämpfen lassen und dann weitermachen. Ich probiere es jetzt gerade nur aus, ich weiß es selber nicht. Und wo kann man sich das dann wieder anschauen? Ich bin Level 11, okay. Auf Kampf vielleicht. Oder da drauf. Ah, da steht das. Das ist ja nice. Gut, da kann man dann immer wieder in den Kampf reingucken. Wie weit man ist. Dann mache ich mal meine Wünsche hier. Nein. Ja. Nein. Das wäre cool gewesen. 30.000 Diamanten. Ja, aber die anderen Diamanten sind auch cool. Die kriegt man so selten. Habe ich. Hapu habe ich auch. Hapu, Hapu, Hapu. Ich kann mal gucken. Hapu, Monster. Prinzessin. Hab hier oder habe ich doch nicht die Hapu? Da, Hapu. Sie haben eine Krankheit, oder? Gesundheit. Kann ich noch irgendwas hier bauen?
Schon bei Kampf Nummer 4. Job. Ehre. Exklusiv. Limit. Frei. Dankeschön. Hot. Normal. Oh, ich habe diese Diamante nicht. Ich kann hier noch diese Türme bauen. Ja. Machen wir doch glatt. Da, okay. Da darfst du hin. Komplett? Schon fertig? Ergebnis des Ausmaßes viermal. Warum nur viermal? Herausforderung. Daily. Einmal fehlt noch. Na gut, dann machen wir noch einmal so. Ach, der Dingens ist schon gesperrt für mich. Komm. Dann konnte er also nur noch viermal kämpfen. Letzter Kampf. Shit. Skippen wir. Schild ist weg. Jawohl. Super. Jo, das waren immer alle Dailies gewesen für heute. Dann baue ich schnell noch die Sachen hin, die ich da gerade so noch im Shop drin habe. Herausforderung. Quest noch abholen. Fertig. Dankeschön. So, im Shop haben wir noch. Wo war das? War das gewesen mit dem Bauen? Ach hier, bei Bauen. Natürlich beim Bauen. Eine weitere Insel. Schön. Und dann gehen wir zum Shop und bauen. Erneut. Kein Geld. Warum ist das rot? Hat nichts zu sagen, wenn es rot ist, oder? Wird automatisch mit den Arena-Verteidigung aktiviert. Schauen. Kaufen. Zur Verteidigung setze ich eigentlich hier hin. Und Shop bauen. Komm, wir bauen gleich die ganze Insel aus. Shop. Da kriegen wir dann... nein, bauen. Kaufen. Ja. Da kriegt auch noch einen Turm. Warte mal, ich habe hier einen Turm. Hier einen Turm. Da einen Turm. Ich glaube, hier fehlt mir noch ein Turm dann. Genau. Shop. Bauen. Oh, ich kann keine Türme mehr. Erst ab Level 12. So ein Mist.
Dann kaufen wir uns noch eine Insel. Schön. Was ich gesehen habe, auf der einen Insel kommt man gar nicht rauf. Hier, auf der hier. Fliegen die da immer rüber oder? I don't know. Oh, das ist auch schön. Noch eine Insel. Ich glaube, eine geht da noch. Shop. Bauen. 300.000. Ich habe ja Gott sei Dank 1 Million. Ah, auch wieder mittendrin ohne Treppe. Wieder keine Treppe. Oh doch, der hat eine Treppe. Aber der immer noch nicht. Shop. Bauen. Alles gekauft. Da kriege ich später. Und ab Level 12 geht's weiter. Okay, man kann hier noch ein paar Sachen holen. Für diese lilanen Diamanten, die ich nicht habe. Das Monsterlager. Nee, nicht dahin. Hallo? Och Mensch, abbrechen. Ach, abgestürzt. Na gut, bin sowieso jetzt erstmal fertig, gell? Ich kann noch nicht mal klein machen. So, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf der nächsten Woche seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.